kleines Feedback. Wir sind, es ist 2 Wochen nach Houston jetzt. Heute ist so der offizielle, komplette Diätende und wir machen den Übergang zur Offseason. Wir sind jetzt mal wieder beim Your Personal Strength Institute in Stuttgart, beim Wolfgang Unfeld. Und ich will jetzt gar nicht viel brabbeln, wir nehmen euch einfach mit rein und halten den kompletten Termin fest, damit ihr einfach auch viele Infos kriegt. Wolfgang hat immer Neuigkeiten auf Lager und lasst uns einfach zur Tat. Also wie schon angekündigt, sind wir ja heute wieder beim Wolfgang. Wir haben gerade kurz nachgeschaut. Unser erster Termin bzw. das erste Video, was wir hier hatten, der erste Termin war am 4.8. und das Video, wo wir euch zum ersten Mal mitgenommen haben, war am 25.8. Jetzt macht der Wolfgang mal wieder eine Körperfettmessung bei mir. Anhand von der Biosignature-Methode, wo er vorgestellt hat. Und wir tun einfach so nochmal komplett auswerten. Wir haben schon ein bisschen besprochen, was wir trainings- und ernährungstechnisch ändern. Der Wolfgang wird mich gleich noch ein bisschen in die Supplemente einweisen, weil da einfach bei mir noch große Defizite sind. Ich arbeite mit den Standards, die jeder von euch auch verwendet. Aminosäuren, Protein, manchmal ein bisschen mit Kohlenhydratpulver, Multivitamin. Und beim Wolfgang kriegt man immer noch ein paar Tricks, die man einfach so sonst nicht vermittelt bekommt. Und da wollen wir euch auch mal einen kleinen Einblick verschaffen. Und danach mal kurz ans Training. So ist der heutige Termin. Hallo. Wir schaffen einen kleinen Abschluss von Daniels Wettkampfsaison und dann einen flüssigen Übergang in seine nächste Offseason, dass wir qualitativ hochwertige Muskelmasse aufbauen und ein paar von den Körperpartien mit noch dem größten Potenzial ausarbeiten. Wir messen ihn und dann geht es direkt über in, wie geht es weiter, supplementtechnisch, ernährungstechnisch, trainingstechnisch. Abschließend, das Körperfett ist deutlich niedriger. Wir sind aktuell bei 2,8%. Ziel ist es auf jeden Fall für die Offseason, dass das Körperfett nicht über 8-10% steigt, was problemlos machbar ist. In so einem Bereich von 6-8% ist es ideal, um am einfachsten, schnellsten, uneffizientesten, qualitativ hochwertige Muskelmasse aufzubauen. Ich würde sagen, das sind die niedrigsten Falten, die ich je gemessen habe. Es ist niedriger als das, was ich bei Goren gemessen habe, 0,6 war das. Und ich bin mir halt echt sicher, die waren nochmal ganz einen Ticken niedriger in Houston, beziehungsweise Fall in London. Ja, deine dickste Falte ist 6,7 Rücken. Und die wirst du auch nie viel niedriger kriegen. Bauch ist 2,9, das ist das niedrigste, was ich hier gemessen habe. Wade ist 1,8, das ist ausgezeichnet. Brust ist 2,2. Hintere Oberschenkel, vordere Oberschenkel, hintere Oberschenkel ist 3,4 und 4,4. Das sind die beiden niedrigsten Beinfalten. Ich habe nur einen Kunden, der auch auf dem Level ist, der wo beide Beinfalten um die 4 sind. Ja. Also auch das ist ausgezeichnet. Ja. Ist eine ausgezeichnete Basis, um jetzt möglichst viel aus der nächsten Offseason rauszuholen und dann beim nächsten Wettkampf 2016 mit einem deutlich fortgeschrittenen Gesamtpaket auf der Bühne zu stehen. Vor allem wir haben Zeit. Ja. Im August wäre Toronto. Sehr gut, das heißt, die Diät beginnt im Juni. Mai. Ich denke, dass ich jetzt 8 Wochen hatte ich geplant, ich versuche nicht schwerer zu werden, aber ich werde schwerer. Ja. 8 Wochen nennen wir es eine Off-Season zu machen und danach vielleicht schon wieder eine kleine Zwischendiät einlegen, damit gar nicht so hoch kommt. Einfach. Ja, Ziel ist nicht, dass du fetter wirst. Ja. Ziel ist, dass du auf jeden Fall qualitativ hoch Muskelmasse draufpackst. Also, ja. Ich gehe davon aus, dass du locker 8 Kilo Muskelmasse in den nächsten 2 Monaten draufpacken kannst, mit der Grundlage. Die Muskulatur ist so leer durch die niedrigkalorische Ernährung und
das ganze Training. Ja. Dass die jetzt einfach nur wartet, ja, dass da Training und Essen kommt. Ja. Supplement-technisch starten wir in die Off-Season mit drei Supplements, die ich als Basics ansehe und die jeder meiner Kunden plus minus konstant nimmt. Zum einen Multivitamin-Mineral, das ist die Basis, Grundversorgung. Ich gebe seltenst einzelne Mikronährstoffe in sehr hoher Dosis, ohne eine Basis zu schaffen, denn für jeden Mikronährstoff, Mineral, Vitamin sind Kofaktoren notwendig. Beispiel, ein Klassiker ist Magnesium und B6, stehen sehr nah in Verbindung. Das heißt, eine hohe Dosis Magnesium ohne die entsprechende Dosis B6 sorgt dafür, dass Magnesium auf Stoffwechselebene nicht alle Aufgaben übernehmen kann. Zwei verschiedene Formen von Magnesium. Zum einen unsere Magnesiumkapseln. Das sind drei verschiedene Formen von Magnesium. Magnesiumbisglycinat, Tricitrat sowie Aspartat. Je nachdem, welche Form von Magnesium es ist, übernimmt es andere Aufgaben. Jetzt gerade nach einem Wettkampf, der sehr stressig ist, ist es wichtig, das System runterzufahren. Da ist Magnesium mein Favorite Mineral. Zum anderen eine Mischung aus Magnesium, Inositol, Taurin und Glycin. Also drei Aminosäuren, die alle einen entspannenden Effekt haben. Taurin ist im Red Bull, hat jedoch keinen anregenden Effekt, sondern entspannenden Effekt. Alle drei Aminosäuren haben ebenfalls noch einen entspannenden Effekt auf die Leber und fördern die Leber in ihrer Funktion. Zudem ist ein bisschen Magnesium-Bisglycinat noch mit dabei, da Magnesium-Bisglycinat die Form von Magnesium ist, die primär von der Leber absorbiert wird. Und so nach dem ganzen Training, nach dem ganzen Protein, nach dem Stress dafür sorgt, dass die Leber ihren Job wieder ein bisschen besser machen kann. Und das dritte, das einzige Supplement von denen, das ich nicht als Basic ansehe, ist ein Methylator, also eine Mischung aus verschiedenen Methylgruppenspendern. Methylierung bzw. die Notwendigkeit von Methylgruppenspendern besteht zum einen, was geistige Leistungsfähigkeit angeht, vor allem Tiefschlaf, zum anderen natürlich auch wieder die Leber. Methylierung ist einer der Wege, über die die Leber in ihrer zweiten Phase Stoffe umbaut. Das sind eine bestimmte Form von B-Vitamin plus Cholin, Betain und TMG, die Methylgruppen zur Verfügung stellen, sodass unter anderem die Leber ihren Job machen kann. Wir beginnen damit und dann werden wir circa alle 3 bis 4 Wochen wieder eine Messung mit Daniel machen und basierend auf der Messung Supplements anpassen. Die Basic Supplements bleiben plus minus immer mit dabei und den Rest rotieren wir basierend auf der Messung. Aktuell ist das Hauptziel für die nächsten 3-4 Wochen, ernährungstechnisch, trainingstechnisch und auch supplementtechnisch, dass Daniel sich von den Strapazen der letzten 3-4 Monate wiederholt. Das Vorbereitung doch deutlich anstrengender ist, als viele vermuten. Und dann wollen wir ab Januar, Februar das Hauptziel, qualitativ hochwertige Muskelmasse hoch bei niedrigem Körperfettanteil. Ja, Messung habt ihr jetzt mitbekommen. Ziemlich zufriedenstellendes Ergebnis, wobei ich sagen muss, das war der Wettkampf in Houston, ist schon wieder 2 Wochen her und ich bin mir sicher, hätten wir es mit dem Zeitpunkt gemessen, wäre es noch krasser gewesen. Habe die letzten 2 Wochen mir schon wieder ein bisschen mehr zu essen gegönnt, habe jetzt nicht fett gefressen, aber auf jeden Fall bin ich nicht mehr so gequält, weil es einfach zu viel war und Kopf und Körper da nicht mehr mitmachen. Bei der Ernährung, was ich euch erzählen kann, also um den starken Rebound zu verhindern nach so einer extremen Diät, müsst ihr ganz einfach die Kohlenhydrate cutten. Bei mir ist der erste Schritt an sich, den ich schon gemacht habe, ist, dass ich wieder auf Post-Workout-Carbs bin, also nach dem Training, 50 Gramm. Kommt drauf an, so wie mein Tagesablauf ist, entweder trinke ich Wachsmalzstärke mit Aminosäuren oder wenn ich sowieso heimfahre, dann esse ich auch gerne mal 50 Gramm Reis. Also ich meine, das sind dann 70, 80 Gramm Reis, sprich 50 Gramm Kohlenhydrate, weil es einfach dann doch ein festes Essen ist und man mehr Sättigungsgefühl hat. Sonst die Mahlzeit tagsüber, da esse ich mich halt eben einfach mehr oder weniger satt mit Fleisch und Gemüse. Also auch ruhig fettigeres Fleisch ist überhaupt kein Problem. Damit steigt der Lebensstandard sofort. Du kannst deinen Energiespeicher gut auffüllen und du ziehst einfach nicht diese Wassermenge und wirst wieder innerhalb kürzester Zeit so einen Ballon. Die Kohlenhydrate werde ich jetzt nach und nach um 15 Gramm pro Woche erhöhen, also wirklich nicht viel. Aber ich brauche sowieso nicht viele Kohlenhydrate. Ich denke, wenn ich auf 100, 150 Gramm angekommen bin, dann bin ich schon mal so auf dem ersten Step, wo ich für ein paar Wochen stehen bleibe. Und dann sollten wir die Messung wieder machen und dann halt davon einfach die Kohlenhydrate wieder anpassen. Aber wichtig ist halt, sie ganz langsam zu erhöhen und
klar, ich werde auch mal wieder ein paar Belohnungstage machen. Normalerweise immer sonntags, jetzt fange ich auch teilweise samstags an damit. Und ich nenne es auch ganz bewusst Belohnungstage, weil ich finde, Cheat Day oder Sündentag ist einfach so negativ behaftet. Und es ist nichts Negatives, du hast es dir verdient, du hast eine saubere Ernährung an den Tag gelegt für 5 bis 6 Tage, also darfst du dir was gönnen. Und dass das nichts Schlimmes ist, denke ich, ist auch den meisten heutzutage schon klar, sondern dass man eher damit was Gutes sich tut, man lädt die Speicher auf, man tut den Stoffwechsel ein bisschen anheizen. Also auch das gibt es bei mir wieder und dann kann man eigentlich relativ gut so ein Level halten. Wobei ihr garantiert, wenn wir in, keine Ahnung, 3 bis 4 Wochen das nächste Video machen, in meinem Gesicht schon wieder sehen, dass ich eher Richtung von meinem ersten Video gehe, weil bei mir einfach das Ganze sehr, sehr sensibel ist und sehr schnell reagiert. Aber mich stört es nicht, weil ich ganz genau weiß, welche Knöpfe ich zu drücken habe, um gute Resultate zu kriegen.